Doc, komm schon. Gib alles. Brauchst du Unterstützung? Komm hier. Dann habe ich jetzt geholfen oder was? Wow. Spring doch nicht in die Granate rein, wenn ich sie schmeiße. Komm schon, schaffst es. Jetzt mein fertig. Ja. Oh, lecker. Da hat er ihm einfach den Kopf mehr oder weniger aufgerissen. Oh nein. Doc? Doc? Doc, Doc. Alles in Ordnung? Du hast so super gekämpft. Komm schon. Doc. Bitte. Doc. Ah, du kleine miese Drecksratte. Das sah ja schlimm aus. Tut er so, als er wäre er hier alles tot. Alles in Ordnung? Alles ist okay. Doc okay? Ja, alles okay, alles kein Ding. Ich habe auf euch gewartet. Folgt einfach dem Fluss auf die andere Seite rauf. White Forest liegt direkt auf dem Weg. Seht ihr sofort. Alles klar. Nochmals danke. Okay, auf geht's. Okay. Dann wollen wir uns doch da auf den Weg machen. Hol das Auto. Wir machen ein Rennen mit Doc. Yay, wir machen ein Rennen. Ich hab's mir ja schon die ganze Zeit gewünscht. Los, Alex, steig ein. Komm, steig ein, wir machen ein Rennen. Alex, ich gebe dir noch 2 Sekunden Zeit. Noch mal deine Hilfe. Wärst du so nett? Doc, mach mal den Weg frei und dann gebe ich das Signal und dann laufen wir los, okay? Komm schon, Doc. Schaffst das. Gib alles. Aber lass dir noch eine Sekunde Zeit. Dann habe ich auch meine Fahrradzigarette fertig. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Okay, Doc. Bereit? Los, gut, Doc. Los, Doc. Wer ist zuerst an der Basis? Dann 3, 2, 1. Ey, kein Frühstart hier. Ich krieg dich, Doc. Ich krieg dich. Du entkommst mir nicht. Ich will Erster sein. Doc, wir sind schneller als du. Komm schon. Gib alles. Gib alles. Doc. Jetzt musst du mich aber auch dran vorbeilassen. Komm schon. Oh, verdammt, verdammt. Doc, 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 Doc. Ja, und er zieht rechts an Doc vorbei. Es ist ein spannendes Rennen. Es ist ein interessantes Rennen. Doc liegt, Gordon liegt leicht in Führung. Nutzt immer wieder ganz geschickt sein Turbo, um weiter voran zu beschleunigen. Und das White Forest. Nur leider darf ich das Auto nicht mit reinnehmen. Haha. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Lass sie durch! Genau, lass uns durch! Danke! Wir dachten, dass ihr in der Nähe seid, als Doc so losrannte. Ich habe mich wirklich noch nie so gefreut, ihn zu sehen. Ja, ich auch nicht. Lackorden, White Forest. Geschafft! Geschafft! Sicher! Ja, wir sind endlich sicher. Komm, dann wollen wir jetzt mal reingehen, würde ich sagen. Also, ziemlich genial die Basis, auch hier mit den Antennen und so. Ach. Ich beachte ja sowieso so. Hallo, wohin geht ihr? Ich will mit. Scheiß was auf Alex, komm, ich folge euch. Ihr seid viel cooler als Alex. Ja, wohin geht ihr denn? Und wir rennen den Weg entlang. Und wir rennen und rennen und rennen und rennen und rennen und rennen. Und jetzt? Riechst du das? Die Freiheit. Man weiß nie. Guckt euch das an. Was für ein schönes Panorama. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, irgendwie das HUD auszublenden, ich würde es machen. Jetzt soweit ist. Wie wär's damit? Hm. Oh, lasst uns einfach noch hier kurz das so ein bisschen genießen. Komm, wir setzen uns daneben. Endlich! Riecht nach Veränderung. Halt doch mal die Klappe! Ich will hier ein bisschen die Vögel zwitschern hören. Wie der Fluss dahin fließt. Okay, genug. Ja, Alex wartet eh schon auf uns, also. Wenn das hier vorbei ist, paare ich mich. Also, ohne Worte wieder. Was machst du denn da? Wohin läufst du? Guckst du auch? Ist da hinten auch irgendwas zum Gucken? Ich will auch gucken. Ich will auch gucken. Ich darf nicht gucken. Mann, oh. Beeilen wir uns. Magnussen bekommt die Krise, wenn er denkt, wir haben gebummelt. Ja, Magnussen kriegt eh alle 5 Sekunden die Krise. Wer Magnussen ist, kriegen wir gleich gesagt. Oder viele von euch wissen das ja auch schon. Ich hasse diesen Charakter. Der ist so schlimm. Aber ich werde euch später noch erzählen, woher wir ihn kennen. Denn er ist auch in Teil 1 vorgekommen. Beziehungsweise wir haben in Teil 1 etwas ganz Schreckliches gemacht. Unser gemeinsamer Feind ist Dr. Magnussen. Hey! Junge, sind wir froh, hier zu sein. Ja, ihr hattet wohl ein paar Probleme. Nein. Die Combine wollten durch den Eingang. Ich glaube, die haben es kapiert. Ja, aber nicht durch was euch. Was dagegen, wenn Doc hier draußen aufpasst? Ach was,
Du hast gehört, Doc. Ich will erstmal zu Dad. Wir sehen uns später. Ja, Doc. Mach keinen Unsinn. Mach keinen Unsinn, genau. Ja? Eli weiß noch nichts. Es gibt nachher noch ein Rematch. Er ist im Zugang zu Silo 1 hier lang. Werde ich aber auch wieder gewinnen. Ja, das klar wollen wir. Willst du mit mir? Oh Gott, was ist jetzt los? Oh nein, was ist das? Und was jetzt? Nein, jetzt sag bitte nicht, wir werden wieder angegriffen. Alle zurück an die Arbeit. Das ist wieder nur ein Fehlalarm im sekundären Silo. Der gute alte Dr. Magnussen. Der geht mit Doc Gassi? Ich will auch! So, Doc! Schon mal eine AR2 benutzt? Eine AR2? Nee, habe ich noch nicht, aber eine AR3. Nein. AR3, ja. Häufig. Cool. Es gibt keine AR3. Ah, verdammt, er hat's erfasst. Weißt du, die Stadt, die war voll von AR3. Nein, war sie nicht. War sie doch. Nein, war... Okay. Kennst du die Alternativfeuerfunktion der AR2? Sie tötet Jäger. Wie habt ihr das in der Stadt gemacht? Wir haben nie Waffen benutzt. Wir haben die Jäger mit bloßen Händen bezwungen. Ich habe 10 bis 20 pro Tag getötet. Nur mit der Faust. Na klar. Oh, du hast also vor, dich da draußen mit den Jägern zu prügeln? Raus? Ich gehe nicht raus. Ich bin Funker. Na klar. Okay, raus hier. Wir brauchen dich hier nicht. Und ich mach erst weiter, wenn du draußen bist. Ich bleibe hier. Ich mein's ernst. Raus. Okay, interessant, aber gut zu wissen, dass... Erst weiter, wenn du draußen bist. ...dass eine AR2, einen Jäger töten kann. Das wusste ich bisher noch nicht. Das wurde... Dieses Gespräch ist beim letzten Mal doch etwas an mir vorbeigegangen. So, wo geht's lang, Alex? Ich kenne mich hier nicht aus. Nach rechts? Dann gehen wir mal nach rechts. Ne, hier geht's anscheinend nicht lang. Ja, danke, Alex, dass du mir so gut... Da ist er schon, da ist er schon! Dr. Kleno! Oder? Nee, doch nicht, nee. Ha, okay, dann halt eben nicht. Sah aber so aus. Da ist er! Hey! Hey! Du hast es geschafft! Ja! Überraschung! Alex. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Na, mein Kind, wie schön. Jetzt sind wir wieder zusammen. Und nur das zählt. Und Gordon, mein Junge. Ich wusste immer, zusammen seid ihr beide unschlagbar. Na klar. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Unsere Kinder später auch. Nun, das ist gut, weil, naja, jetzt, wo das Hemfeld weg ist, muss jeder mit anpacken. Dad? Wir sind gerade erst wiedergekommen. Man verdenken, dass er Enkel will? Ach so. Was hast du da? Noch nur ein paar Löcher im Rücken. Schlimm aus. Mir geht's gut. Bist du sicher? Das sollte sich jemand ansehen. Nein, nein. Alles okay. Wo ist Dr. Kleiner? Wir sollten ihm schnell diese Daten geben. Okay. Ja, ja, das sollten wir. Er wird froh sein, mal aus dem Silo rauszukommen. Ist im Silo? Habt ihr ihn eingesperrt, oder was? Magnussen Sieg möchte man meinen, sie streiten noch immer um Forschungsmittel. Manche Dinge ändern sich nie. Das hier finde ich auch wieder genial. Wissen wir, wie viel Zeit uns noch bis zur Aktivierung des Portals bleibt? Wir wissen es nicht genau. Wir beobachten es weiter. Und die Combine? Werden wir den Start schaffen, bevor sie angreifen? Es wird knapp. Schon ein Strider könnte unsere Rakete zerstören. Aber wir sind bereit. Es tut mir leid, dass wir nicht früher hier waren. Keine Sorge, wir werden es schaffen. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Ich bin auch froh. Ich hatte mich vor, ein kleiner Gütesiegel zu beantragen. Cool. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist diese Seitwärts-Runterfahrteile. Die gab es auch schon in Half-Life 1 und das finde ich ziemlich geil. Also wirklich, Magnussen, es gibt keinen Grund, ausfallen zu gehen. Echt mal. Eli, warum hast du nicht gesagt, dass sie da sind? Überraschung, Überraschung! Sie sind gerade angekommen. Überraschung! Alex, was bin ich froh und vor allem erleichtert, dich endlich hier zu sehen. Will ich auch eine Umarmung? Ich will auch eine Umarmung. Und der Schutzanzug, ihr habt gut aufeinander aufgepasst. Ich will auch eine Umarmung! Sie sind unzertrennlich. Warum wird sie umarmt?